Dafür nehme ich das auch in Kauf, sowas. Scheint wirklich so zu sein, dass du nur die Quests kriegst, die wichtig sind. Aber ich will trotzdem mal gucken, ob jemand ist, der gut in Crafting ist. Du bist gut in Landwirtschaft. Ich stelle dich auch ein. Die Scheune. Ich stecke dich einfach so lange in die Scheune. Wolf? Okay. Ich höre sie. Wäre es gut in Gewinnung. Kann ich zwar nicht aktuell noch nicht in ein Haus setzen, aber du kannst dem Holzschuppen aushelfen. Ich glaube, ich muss die Holzschuppen auch mal ein bisschen umsetzen wieder. Die Honigwaben werden meiner Bevölkerung auch gut tun, glaube ich. Selbst wenn wir es jetzt nicht kriegen, da kriege ich auf jeden Fall. Honigwaben kann man auch so essen. Küche, ich brauche noch eine Küche auf jeden Fall. Oh, die Werkstatt ist auch nicht mehr besetzt. An Gewinnung, 6 an Gewinnung, ja, es ist nicht die Welt. Vielleicht gehe ich zwischendrin einfach noch mal kurz heim, wenn ich in Gustovia war. Andererseits, warum? Ist auch ihr Problem, wenn sie unzufrieden ist, oder? Kann mir noch zwei Männer leisten. Sturm. Hail, friend. Ja, okay, das ist gut. Alles bauen. Hier wäre eine für Produktion, aber die kann ich gerade nicht nehmen. Männer, die gut in der Produktion sind, wären gut. Großes verlassene Lager. Oh.
Hab schon gedacht, ich habe Glück und ich finde zufällig gleich ein. Merkornbrot, aber das wäre zu viel des Guten gewesen, glaube ich. So viel Dusel habe ich dann doch nicht. Aber ist eigentlich nicht schlimm, das kann ich ja problemlos kaufen. Vielleicht kann ich es auch herstellen, je nachdem, ob wir noch Eier haben. Ich könnte ja einfach mal in der Verwaltung sagen, Eier essen ist verboten. Holzstamm und Brett ist verboten. Hier wird kein Alkohol gesoffen. Verbiete einfach mal alles bis auf Wasser. Erlaubt ist jetzt nur noch gebratenes Fleisch. Und Äpfel. Ja, rohes Fleisch schon wäre es auch. Wenn es nicht anders geht. Die Pilze lassen wir auch mal. Bären. Dorben ist auch nicht. Hey, ich habe dich angequatscht. Ein Honecker. Oh, das ist interessant. Ach. Eigentlich ist er ganz gut, aber nicht so, wie ich es brauche. Wo ist denn die Händlerin? Die kommt aus dem Gebüsch. Was hast du denn da gemacht? Schön finde ich. Die Bronzeaxt behalte ich auch nicht. Eisenmesser würde ich ihm viel zutun. Kannst du auch haben. Da habe ich sogar zwei. Ach, weg damit. Die verkaufe ich auch mal. Und sie ist pleite. Aber da ist noch Tierfutter, oder? Goodbye. Nee, sonst passt es eigentlich. Merkornbrot kaufe ich einfach. Ich könnte wetten, hätte ich jetzt ein Merkornbrot im Inventar gehabt, hätte sie was anderes gewollt.
Annelina, ich muss mit dir reden. Ja, Quark. Ich gehe erstmal nach Hause und baue das Haus fertig. Am Ende ist die Alte doch noch weg. Ich ärgere mich. Hast du ein Mehrkornbrot? How can I help you? Whatever you need, I've got it. Ach, die sind doch scheiße. Ich dachte, die hatten mehr. Ich dachte, haben die nicht mal 8 Have a good gebracht? day. Du. Hello, traveler. Kannst du das helfen? Was brauchst du denn? Holzspeer. Klaro. How is life treating best goods in the valley? So. Wie. Mehrkornbrot. Yeah. See you soon. Ist aber noch jemand mit einer Quest. Klar. Gebe ich erstmal dem Jungen seinen Speer, seine beiden, damit er sich das Auge ausstechen kann. Man tut, was man kann als Mann. Wenn das heißt, Kindern gefährliche Waffen zu geben, dann sind die Amis ganz vorne mit dabei. Oh, unsere Leute haben kein Essen mehr. Nur denn das die Reputation, ja. Ja, jetzt habe ich echt ein Problem. Das Essen scheint von. Woran liegt es denn jetzt eigentlich wieder? Ich vermute mal, wir kriegen kein Rohfleisch mehr rein, oder? Ja. Kein Werkzeug. Ich habe es schon vermutet. Das heißt, ich muss mal wieder ein paar Werkzeuge herstellen. Ja. Jetzt würde ich dann das machen. Und dann das Handelsdorf. Ohne Essen werden die Leute recht schön sauer. Willst du auch angeworben werden, Kleiner? Ich warte auf einen starken Mann, der mich hier rausholt. Ja, ich mach's nicht. Vielleicht soll ich auch einfach mal ein paar. Ich glaube, ich stelle mal selber ein paar Eisenmesser her. Eisen müssten wir ja genug haben. Und dann baue ich das Haus und dann baue ich den Bienenstock. Und dann machen wir weiter. Aber die Leute erstmal mit Essen zu versorgen, ist gerade wichtig. Dann merkt man einfach, dass die Produktion nicht ausreicht, die man hat. Genau. Brennholz kann hier raus.
Eisenerz. Ja, gleich. Mach Platz, ich muss euren Job besser machen als ihr. Mal sehen, wie viel Messer ich da rauskriege, aber ich schätze mal schon, dass da einiges rauskommen wird. Ich habe es aber irgendwie vermutet, dass die Messer nicht ausreichend sind in der Produktion. Wahrscheinlich, wenn wir dann erstmal alle, wenn alle eins haben, dann könnte es sein, dass es reicht. Ui, das dauert. Aber ich brauche die Messer. Ich glaube, ich brauche Stöcke und Eisen, oder? Ja, okay. Dann schwinge ich halt gerne selber mal den Hammer, wenn es sein muss. Messer herstellen ist übrigens eine Kunst für sich. Vielleicht behalte ich einfach ein schlechtes bei mir. Und dann brate ich für euch noch ein bisschen Fleisch und dann muss ich das Haus bauen, ehe die Alte mich verlässt. Es dauert halt alles seine Zeit. Aber wenn die Produktion dann einmal läuft, ich glaube, dann läuft's auch. Wenn alle ein Eisenmesser... Ich glaube, deshalb lief's auch nicht, weil keiner hat mehr irgendwas. Die können nicht weitermachen, weil sie keine Messer haben. Und die Köche können nicht weitermachen, weil sie kein Fleisch haben. Schlecht sind natürlich solche Überschneidungen wie die hier können nicht weitermachen, weil sie kein Eisen haben. Und die anderen können nicht weitermachen, weil sie keine Spitzhacken haben. Dann funktioniert das System nicht. Du brauchst schon einen gewissen Start. Okay, jetzt bloß noch eine angezeigt, das ist okay. 9 Eisenmesser. Haben wir noch Eisenspitzhacken? Ja, das scheint zu laufen. Sensamer. Die Schaufel brauchen wir nicht unbedingt, aber jetzt haben wir Hacke. Holzhammer haben wir bestimmt auch noch. Den brauche ich nämlich. Holzschaufeln haben wir auch noch. Die Stämme kommen nicht so rein, wie ich mir das wünsche. Ganz kurz an dem Haus weiterarbeiten. Und da muss ich ganz schnell Fleisch braten. Dafür bleibt immer noch der Hammer. Der ist nämlich Hammer hart. Ich muss dann echt noch ein paar Bretter machen. Ich glaube, ich muss dann echt mal erstmal fürs leibliche Wohl sorgen. Klar, das ist jetzt auch wichtig. Ach, Mann. Ha 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 ha.
Fleisch. Die Stimmung sinkt wahrscheinlich jetzt überall. Wow, bei Keim ist er bisher im Keller. Das sind nicht alle hungrig. Ja, okay. Oswalda. Das kann ich aber auch irgendwie nachvollziehen. Oh, ich hab noch 8 Mal. Besser als nichts für den Anfang. Vielleicht muss ich dann gleich noch ein Wildschwein drüben jagen und ein bisschen Holz holen. Ein bisschen Holz holen. Ich glaube fast, die Frau hat Priorität, weil die ist schon bei fast minus 50. Ich weiß nicht, wer die abholt. Schon was gebracht. Doch, hat es. So, hier. Voll blöd, dass ich gerade kein Holz mehr richtig reinkriege. Merkt man erstmal, wie abhängig man davon ist. Ich habe gerade gesehen. Da hinten. Komm her. Brauch Fleisch. Schnauze. Okay, Bretter hast du ja nicht mehr, oder? Nee, aber mit den Brettern soll ich dann genug haben, damit ich das Dach erstmal fertig bauen kann. Dauert nicht mehr lang, dann ist die alte weg. Garantiert. Dann gehen wir noch einen ordentlichen Schwung Stein holen, wenn ich das Dach habe. Oder ich mache es gleich mit. Und dann fehlen bloß noch ein paar Baumstämme. Ein paar Rohrbaumstämme. Hier ist ja gut. Und dann kann ich mich um dieses Meerkornbrot kümmern und
Ach, das ist einfach gerade nicht so tolle. Wenn einem das Material fehlt und das erst anschaffen muss, dann halt die Klappe. Dann ist das nicht so pralle. Aber ich kann den ganzen... Mal sehen, ob der Honig ewig hält. Wenn der Honig nämlich ewig hält, dann kann ich das problemlos im Nahrungsmittellager immer weiter stapeln. Dann ist das alles egal. Uiuiui, die ist echt. Die ist ein bisschen sauer. Ich wette, bei minus 100 haut sie ab. Spätestens. Oder wenn wir den Zustand nicht bessern bis zur nächsten Saison, könnte auch sein. Aber minus 100 könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann reicht. Haben wir noch ein paar Holzstämme? Die bleiben hier drin. Haus ist ja im Bau, reg dich ab, Mädel. Machen wir erstmal das hier schnell fertig. Alles oben dauert länger und dann kann ich das schneller reinpumpen. Ah, das geht ganz genau auf. Ich habe nicht mal mitgezählt. Zu überladen. Nicht zu lange gewartet. Aber nicht ganz so schlimm. Oh, ich habe keinen mehr dabei. So ein Dreck. Ich dachte, ich habe noch einen. Ich mache mir schnell einen, anstatt einen zu holen. Das ist genug Holz. Du nimmst jetzt mal die ganzen Steine. Oh, warum habe ich die ganzen Stöcke noch dabei? Keine Ahnung. Nimmst du jetzt auch. Ach, das sind, oh, das sind richtige Blöcke. Ja, du lachst mich schon wieder aus, so blödes Pferd.
Ach hier. Erstmal den Holzhammer nochmal auf die 4. Dieses Schwert verspottet mich, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, ich habe genug Holz dabei. Stein scheint zu reichen. Ich glaube, Holz wird auch reichen. Gut, dann kann ich die Dame jetzt nämlich gleich schon mal in ein Haus setzen. Dann wird sie vielleicht weniger sauer. Wie jetzt? Ah, oh. Pferd, wir müssen Fleisch braten. Es könnte sein, dass wir echt noch eine zweite Schmiede brauchen. Was, da habe ich noch 8 Fleisch rausgekriegt. Naja, okay, das ist es hilft. Jedes bisschen hilft. Ja. Ein Stück Fleisch reicht für 2 Leute, das ist schon mal gut. Okay, ist noch ein klein bisschen jagen. Damit Leute auch wirklich glücklich werden können. Muss kein Wildschwein sein. Ich nehme auch diesen Hasen. Wir gehen jetzt erstmal alle auf Plus. Ach, das waren Krähen, Mist. Fleisch ist Fleisch. Wie geht's ums Überleben meiner Leute, ja? Da kenne ich dann gar nichts mehr. Noch ein klein bisschen extra?
Damit sie auch nicht gleich morgen früh wieder rumjammern. Einfach ein bisschen. Einfach nur irgendwas haben. Okay, ich musste sie zwar hungrig ins Bett schicken, aber sie können dann satt aufwachen. Einer für sich sollte das Fleisch eigentlich reichen. Ich trinke jetzt erstmal trotzdem schnell was. Ich leite hier das ganze Dorf, also habe ich auch. Ich habe die Errungenschaft Dorfleitung erst mit 59 Leuten gekriegt und ich weiß nicht warum. Es sei denn, Kinder zählen nicht, das könnte natürlich auch sein. Aber das weiß ich nicht, ob das vielleicht jetzt daran lag. So, schnell noch ein bisschen Fleisch braten und ich werde dann auf jeden Fall nach dieser Aufnahme offscreen wieder haufenweise Gemüsesuppen herstellen. Dazu werde ich aber wieder haufenweise Holz brauchen. So, jetzt würde ich gerne das Fleisch abliefern und den Dings fertig bauen. Und die Leute sind endlich glücklich. Was für eine Geburt. Ich brauche Steine und Stöcke. Oh, Kalkstein. Nehme ich dann auch mal mit. Das reicht. Und es hilft auch. Bringt auch Jagdskills. Und die Federn bringen Münzen. Ja, da brauche ich wieder haufenweise Ton. Nehmen wir doch dieses Haus hier. Oder wir beenden mal dieses Haus hier. Also die Werkstatt. Warum nicht?